Geboren wurde Karen Heinrichs am 31. März 1974 in Seehausen. Bereits im Alter von 18 Jahren kam sie das erste Mal mit dem Journalismus in Berührung, als sie bei Radio SAW ein Volontariat absolvierte. Zu diesem gehörte auch ein Praktikum beim Sat.1 Frühstücksfernsehen in Berlin. Es folgte ein Studium der Literatur, germanistischen Linguistik und Philosophie, wobei sie den Medien in dieser Zeit immer treu blieb. Von 1995 bis 2000 arbeitete Karen Heinrichs schließlich als Moderatorin bei 94,3 RS2 in Berlin. Nach der Babypause mit ihrem Sohn wurde sie Moderatorin bei Star FM, wo sie von 2002 bis 2004 arbeitete. Anschließend war sie von 2004 bis 2007 die Chefmoderatorin bei 105.5 Spree Radio, bis sie schließlich beim Sat.1 Frühstücksfernsehen landete. Zusätzlich stand die Blondine bereits für Push, das Sat.1 Magazin, Fandung Deutschland und Liebe leicht gemacht, das Sat.1 Beziehungsexperiment vor der Kamera. Seit dem 16. November 2020 moderiert sie gemeinsam mit Simone Panteleit die Live-Show Frühstücksfernsehen hautnah, die Vormittagsshow. Was ihr Privatleben betrifft, so hält sich Heinrichs zumeist bedeckt. Fakt ist, die Sat.1 Moderatorin hat 2 Kinder, Sohn Ole und Tochter Heidi. Über einen Mann oder einen Freund sind keine Details bekannt. Laut Moderatoren-Steckbrief bei Sat.1 hat die Blondine eine Schwester, mit der sie gern ins Theater geht. Sie mag es, mit Freundinnen in Straßencafés zu sitzen, Milchkaffee zu trinken und die Leute zu beobachten, ist weiterhin bei Sat.1 zu lesen. Zudem ist Karen Heinrichs leidenschaftliche Joggerin. Sie spricht Englisch, Russisch und etwas Französisch. Seit wann Karen Heinrichs die für sie so typische Kurzhaarfrisur trägt, ist ebenfalls nicht bekannt. Fakt ist aber, dass die gebürtige Sachsen-Anhalterin früher einmal lange blonde Haare hatte. Auf Instagram teilte sie im November 2019 ein altes Foto, das sie mit langen Haaren zeigt.